Lala Labadoch, das Stotter-Podcast-Experiment von und mit Tobias. Hallo, Servus und hab die Ehre. Ich bin Tobi, ich komme aus Bayern und das ist mein Stotter-Experiment. Wie ihr vielleicht schon ein bisschen hört oder so, ich habe einen Sprachfehler. Ich stottere und ja, das ist mal mehr, mal weniger, aber es ist omnipräsent. Das muss man einfach so sehen, nicht wahr? Und für das Jahr 2020 habe ich mir jetzt einfach mal überlegt, ich muss aus meiner Komfortzone heraus und einfach mal Dinge machen, vor die ich mich jetzt mein Leben lang doch recht gesträubt habe. Und eines davon ist, mein Sprachfehler bedingt, das Reden. Und zwar nicht nur das Reden im engen Kreis mit Freunden oder mit lieben Arbeitskollegen, die ich habe, sondern öffentlich vor einer nicht zu bestimmenden Anzahl an Leuten, welche ich nicht sehe, welche ich nicht in die Gesichter schauen kann, um somit zu prüfen, ob was ich sage auch richtig ankommt. Denn es ist ein Podcast. Falls ihr das irgendwann mal hören würdet, ich sehe euch leider nicht, würde ich gern, tue ich aber nicht. Und ich muss sagen, ich will das jetzt einfach mal wagen. Das hier hat keine, hat keine Zweck der Vollständigkeit. Auch nicht, dass es das Beste ist. Ich will es auch nicht monetarisieren. Ich will es einfach nur mal ausprobieren. Nämlich das Podcasten, das Aufnehmen, das Veröffentlichen und so weiter. Ich habe schon recht viel mit Podcasts zu tun gehabt. Ich habe Radio Tux, was ein Open-Source-Podcast ist, über viele Jahre lang hinter den Kulissen betreut und begleitet. Ich habe viel mit Apfeltalk Live, apfeltalk.de, das kennt ihr vielleicht, hat der ein oder andere zu tun, aber jetzt wirklich selbst vor dem Mikrofon war ich eben noch nie. Und das soll sich eben zumindest für ein paar Ausgaben dieses Podcasts ändern. Ich bin und bleibe ein Software-Engineer. Andere würden sagen Nerd. Ich bin aber ein bisschen präziser. Ich mag Softwareentwicklung. Handwerklich würde ich gern mehr machen können. Ich habe zwei linke Hände. Dafür kann ich gut in die Tasten hauen. Und da jetzt im Moment ist der 30.12. und ich will schauen, ob ich diese Episode durchgeboxt bekomme, damit sie am 1. veröffentlicht wird. Naja, mal schauen. Wie gesagt, das Ganze hier ist ein Experiment, vor allem für mich. Wenn es nur eine einzigste Person hört, dann weiß ich erstens, ich habe geschafft, ihn zu produzieren und zu veröffentlichen, was schon mal ein Punkt ist. Und wenn du den Podcast bis hierhin gehört hast, dann freut es mich, dass du durchgehalten hast. Warum der Podcast Labadoch heißt, mal so ganz langsam angefangen. Viele meiner Bekannten und Freunde und so weiter meinen, hey, wir wissen, du hast einen Fehler, aber red doch. Oder, ja klar, du kannst gern bei uns einen Talk halten über Thema XY. Aber dann kommen eben meine eigenen Schranken im Köpflein zum Tragen und sagen so, boah, nee, komm, lass das lieber mal. Weil, wie gesagt, ich kann halt nicht so gut reden, nicht wahr? Aber deswegen habe ich mir jetzt halt vorgenommen, ich laber eben doch. Deswegen ist auch der Podcast-Name Programm. Fairerweise muss ich sagen, dass ich diese Episoden sehr wahrscheinlich nicht stark nachbearbeite. Ich werde meine Sprachfehler nicht extra rausschneiden, denn es gehört eben nur mal zu mir und ich muss es akzeptieren. Und um diesen Gedanken zu kriegen, sich selbst zu akzeptieren, auch wenn es nicht perfekt ist, muss ich wirklich ein Dankeschön an Magdalena Rogel von Microsoft sagen. Denn sie hat, ich weiß nicht, irgendwie geschafft, dass ich mich durch meine Art nicht behindert fühle, Anführungszeichen, sondern einfach als einen existierenden Teil von mir ansehe. Und deswegen will ich damit jetzt einfach offener, ruhiger und produktiver umgehen. Also wenn du das hörst, Magdalena, merci dir nach München. In den folgenden Episoden werde ich ein bisschen über mein Leben als Stotterer berichten, aber auch vielleicht das ein oder andere aus meinem Alltag erzählen oder aufbereiten. Es wird spannend werden, zumindest für mich. Ob das jemand hören will, ist mir eigentlich wirklich egal. Deswegen, falls irgendwer im Freien das gehört hat bis hierher, schreibt mir doch bitte
auf Twitter einmal, dass ihr es gehört habt. Ich würde mich wirklich freuen. Auf Twitter ist mein Handle @tobonaut, sprich @tobonaut. Ich sag schon mal, merci fürs Hören. Ich wünsche euch einen guten Rutsch oder wenn es schon das neue Jahr ist, einen wunderbaren Start in das Jahr 2020. Ich sag merci für die Aufmerksamkeit und habe die Ehre. Servus und Baba.